Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Zeitgeist. Und mein heutiger Gast ist Frau Kola Mariam Hübsch. Sie ist Publizistin und Autorin und befasst sich von der Seite der Frauenrechte auch mit dem Islam und mit dem Kopftuch. Und ich grüße Sie herzlich heute. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne fürs Kommen, danke ich Ihnen. Ja, Sie erwähnten die relativ schwierigen Ergebnisse bei PISA-Studien, dass besonders die Stadtstaaten, ich glaube ganz besonders Berlin und Bremen, relativ schwach abschneiden. Und dann heißt es immer, ja, das sind die Regionen, ganz besonders schwach, wo Plattenbauten, soziale Probleme und relativ hoher Anteil arabisch-türkischer Zuwanderung ist oder afrikanischer Zuwanderung oder aus dem zentralasiatischen Bereich. Sie haben gesagt, das liegt auch an der Krise des aktuellen Islam teilweise mit. Oder habe ich Sie dann... Ist so eine Art Vorwirken auch einer Macho-Kultur vielleicht im Arabischen, ist das auch ein Problem? Stichwort Silvesternacht, dann, das kann man schwer, also... Ja, da kommen immer so viele Sachen zusammen. Also Silvesternacht, Macho-Kultur, ich glaube, nach MeToo sind wir uns doch alle sehr bewusst darüber, dass Macho-Kultur ein strukturelles Problem überall auf der Welt ist und in allen gesellschaftlichen Schichten vorhanden ist und einfach ein grundsätzliches Problem ist, was etwas mit Männern zu tun hat und weniger mit der Herkunft der Männer. Und natürlich verschärfen bestimmte soziale Faktoren solche Missstände, also Bildung, Armut, Perspektivlosigkeit, aber auch eine Kultur, die patriarchale Strukturen hochhält. Und also da würde ich dann auch ansetzen. Natürlich spielt das in manchen Ländern eine größere Rolle und ist auch wieder eng gekoppelt an, wie sieht es dort aus mit Bildung und mit Armut. Aber wenn man das so fatalistisch betrachtet und glaubt, man kann da jetzt nichts mehr tun, die sind halt so, wie sie sind, dann entpolitisiert man ein soziales Problem, indem man die Ursache einfach kulturalisiert, also man sagt, es ist der Islam, es ist die Religion, es ist die Herkunft und damit suggeriert man, dann kann man gar nicht so viel machen. Das ist dann halt so, die sind halt so. Und das führt dazu, dass dann Menschen sich abwenden, dass Menschen Verbote fordern und auch keine Empathie mehr haben und sich auch nicht mehr solidarisch zeigen. Was aber meiner Meinung nach wichtig wäre, dass man sich gerade überlegt, wie können wir das Potenzial dieser Bevölkerungsgruppen nutzen? Wir haben einen Fachkräftemangel, was können wir tun mit guter Sozialarbeit, mit guter Sozialpolitik, mit guter Integrationspolitik, um diese Menschen auch für uns wieder, ja, als dass wir sie wieder in die Gesellschaft integrieren können, als wertvollen Teil auch der Gesellschaft mitnehmen können. Und es gibt ja so viele tolle Projekte, die zeigen, wie gut das funktionieren kann. Es ist ja nicht so, dass die alle gerne in ihrem Elend verharren. Und da haben wir ja auch, ich frage mich manchmal, ob wir da, vielleicht haben wir da zu wenig aus der Geschichte auch gelernt, weil wir kennen ähnliche Phänomene ja auch aus Amerika, wo wir das Problem haben mit den schwarzen Communities. Wir kennen es eigentlich überall dort, wo sich Ghettos entwickeln, die von Armut gekennzeichnet sind. Und ja. Da möchte ich ganz kurz einhaken. Also ich bin begeisterter Basketballfan und da sind in den USA, in der NBA ganz besonders die afroamerikanischen Spieler immer ganz bekannt gewesen. Und man erinnert sich an den Namen Michael Jordan. Michael, man weiß, er ist afroamerikanischer Herkunft, aber Michael ist ein sozusagen neutraler oder fast schon essenbestlicher Name. Und heutige Basketballspieler haben dann häufig ganz andere Namen. Also Shaquille ist ein Beispiel, der ist ein bisschen jünger, O'Neal oder DeMarcus oder DeAndre, also merkt man, oder dass es ganz bewusst identitätsmäßig im Namen verankert ist, eine Abgrenzung in der afroamerikanischen Community, das sehe ich an diesen Vornamen, dass man eben nicht mehr versucht, sich anzupassen und das teilweise sich auch in Deutschland, also eine eigene Identität zu pflegen. Anderer Fall, ich vermiete ja auch und das ist eigentlich mein Hauptmetier und dann gibt es durchaus, und das stimmt, dass mir Mieter sagen, syrischer Herkunft, sie hätten Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden und waren dann ganz happy. Und dann unterhalte ich mich mit denen, lerne dann teilweise ihren Bruder kennen und der hat dann zwei Namen. Da sind die Eltern, sagen wir mal, 1970 nach Deutschland gekommen und der heißt dann Hossam Rainer. Also zwei Namen, sagt der Motto, in der Schule wurde er immer Rainer genannt, vielleicht über Assimilation und das gibt es ja heute weniger. Was hält man davon, von der Namensgebung? Ist das ein Ausdruck dieser Entwicklung? Ist das gut, ist das schlecht, dass man jetzt eine eigene Identität pflegt, in der afroamerikanischen wie in der arabischen Community? Ich glaube, dass das gesund ist. Also dass es ein Stück weit wirklich gesund ist, wenn man sich seiner eigenen Identität sicher ist. Wenn man da nicht verunsichert ist, orientierungslos ist, sondern wenn man da einen stabilen Halt hat und weiß, wer man ist. Weil aus dieser Position heraus ist man viel eher in der Lage, auch mit Neuem gut umzugehen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Ängste vor dem Islam zum Beispiel eher ein Hinweis auch darauf sind, dass man sich hier in Deutschland der eigenen Kultur und der eigenen Identität gar nicht mehr so bewusst ist, weil das Christentum ein Stück weit weggebrochen ist als
Kit auch und auch als Referenzgröße. Ja? Damit identifizieren sich viele nicht mehr. Die haben sich da entfernt von. Und was ist denn eigentlich jetzt noch das Sinnstiftende oder das, was uns zusammenhält als Deutsche, ist vielleicht so die Frage, jenseits vielleicht von Kultur, von Literatur oder von Hochkultur. Was ist es, würden Sie sagen, ist es schwierig zu beantworten oder was soll also das ich sein? Glaub, ich habe das Gefühl, dass das also dass unsichere Kulturen sich eher über die Abgrenzung zu anderen Kulturen definieren. Also das heißt, wenn man sich nicht mehr so sehr sicher darüber ist, wer man selbst ist, dann ist das, worüber man sich definiert, also es ist leichter zu sagen, wir sind aber nicht so wie die Muslime, also die sind irgendwie anders als wir, die sind schlecht, also dass man halt so eine Negativfolie aufbaut, um sich selber irgendwie eine Form von Identität zu geben. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Also wer sich über sich selbst, wer sich sicher ist, der braucht das gar nicht. Und der hat auch gar nicht so viel Angst vor Überfremdung und vor einem Geburten-Dschihad und davor, dass wir irgendwie bald islamisiert werden, weil der weiß einfach das, wofür er steht. Das ist gut und das wird auch weiterleben, ja, weil es gut ist. Also diese Sicherheit fehlt mir dann auch manchmal. Also man schwankt so sehr hin und her. Einerseits die AfD, die das vollkommen übertreibt. Und auf der anderen Seite in Deutschland diejenigen, die auch ganz unsicher sind und sagen, wir dürfen auch keine Nationalflaggen Deutschlands mehr aufhängen. Und wenn, dann höchstens auf Halbmast. Fällt mir häufig auf, wenn ich an Polizeistationen vorbeifahre, hängen da ja manchmal Flaggen und häufig nur auf Halbmast. Das kenne ich, sagen wir mal, aus den USA. Ich weiß nicht, ob die USA selbstbewusster sind, aber da hängen, also vor Stimmt. Basketballspielen wird häufig oder eigentlich immer die Hymne gesungen. Und ich glaube, sogar am Anfang des Unterrichts. Auch Unsicherheit. Ich komme wieder kurz mal auf die... Aber vielleicht noch zu dem Namen, was mir auch auffällt ist, also die meisten Muslime wählen arabische Namen, sie sind weiterhin stolz auch auf ihren Glauben und wählen Namen, die aus dem Koran zum Beispiel inspiriert sind oder kommen, wählen arabische Namen, aber sie haben sich insoweit angepasst, dass sie solche Namen wählen, die vom Klang her gut in der deutschen Sprache auszusprechen sind. Also mein Vorname zum Beispiel, der wird in der Regel falsch ausgesprochen, weil Cholla im Deutschen sehr schwer zu sagen ist. Die meisten kennen das Ch nicht, das am Anfang eines Wortes steht. Das gibt es im Deutschen nicht. Aber es gibt andere Namen wie Hanna oder wie Ava oder wie Benjamin. Das sind auch islamische Namen, aber die sind eben auch hier geläufig. Die sind sehr leicht auszusprechen. Und die sind sehr, sehr populär im Moment. Auch Noah, solche Prophetennamen, die es sowohl im arabischen als auch im nicht-arabischen Raum gibt, ja, im westlichen Raum gibt. Und das ist schon, dass man versucht, auch solche Namen zu wählen, die irgendwie zu dem Sprachklang und passen und die auch leicht ausgesprochen werden können. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, gehört das zum Selbstbewusstsein dazu, dass man es auch von seinem Gegenüber erwarten kann, einen schwierigen Namen zu lernen und auszusprechen, weil das tun wir ja auch bei großen Geistesgrößen aus Russland oder Frankreich, ja, wir sind ja schon in der Lage und da muss man sich auch nicht überassimilieren. Also sowas dazwischen ist, glaube ich, ganz gut. Ja, Sie sprachen die Unsicherheit an und einer meiner Gäste, das war, es ging da um dieses Incel-Phänomen vor einem Jahr, also junge Männer, die keine Frauen abbekommen. Und das ist ja auch vielleicht eine Unsicherheit. Kann man das sagen, das ist gar nicht kulturspezifisch, sondern das ist in Kreisen, wo es relativ viele Männer gibt, die dann auch Angst haben, eine Frau abzubekommen, die dann so sich unsicher aufplustern. Ich weiß nicht, wie ich diese Silvesternacht sonst irgendwie deuten soll. Also das ist ja trotzdem Man könnte ja auch mal die Frage stellen, man reduziert oder man fokussiert sich oft auf bestimmte Aspekte eines Geschehens. Und das ist jetzt im Bezug auf die Silvesternacht auch verständlich, aber man hätte ja auch die Frage stellen können, oder problematisieren können den Alkohol- und Drogenmissbrauch, der ja ganz oft dazu führt, dass es solche Exzesse gibt, der aber nicht nur zur Silvesternacht dazu führt, sondern der unseren Alltag bestimmt. Und Charlotte Wiedemann zum Beispiel, die Journalistin, hat mir berichtet, dass bei ihren Reisen durch die sogenannte islamische Welt sie eigentlich immer die Erfahrung macht, dass sie sich sehr sicher fühlt, weil da eben keine alkoholisierten Männerbünde unterwegs sind. Und auch zur WM in Katar war das ein Bericht, den ich von sehr, sehr vielen Frauen gehört habe. Sie haben sich sehr sicher gefühlt, weil es ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gab und man einfach nicht ständig irgendwie angemacht wurde und belästigt wurde. Also man könnte sich auch andere Probleme Aspekte herausgreifen und die groß machen und darüber diskutieren, die in der Regel auch viel häufiger ein Problem sind und einen Missstand viel akkurater vielleicht auch bezeichnen oder beschreiben, als das, was wir dann machen, dass wir uns jetzt hier auf die Herkunft stürzen. Und ich glaube, dass
damit tun wir ein globales Phänomen einfach reduzieren auf Herkunft. Das hat was mit toxischer Männlichkeit zu tun, das hat was mit patriarchalen Strukturen zu tun, ja. Aber es ist eben auch die Kombination aus Ausgelassenheit, aus Drogen, Alkohol und dann eben vielleicht eine Respektlosigkeit, die internalisiert ist, ja, gegenüber Frauen. Und das kommt alles zusammen und dann kommt eine Gruppendynamik dazu. Das hätte vielleicht so ähnlich, ich meine, es gab ja auch die Krawalle jetzt zur Silvesternacht in den letzten Jahren. Da ging es dann nicht um Belästigung, sondern einfach um, dass die Sicherheitskräfte gestört worden sind. Ja, genau. Es gibt ja zwei Silvesternächte, also, beide meine ich. Also genau. Die Kölner und die Neuköllner, das sind ja Dinge, dann witzig. Und ich glaube, es hat sehr viel eben mit Jugendkultur und mit Männlichkeit zu tun, weil sich auch viele, die nicht einer bestimmten, einen Migrationshintergrund zum Beispiel haben, zurückerinnern können an bestimmte Phasen in ihrer Jugend, wo so ähnliche Prozesse abgelaufen sind, ja, ähnliche Dynamiken zustande kamen. Da muss man eher an Männlichkeit ran und vielleicht auch an einen Grundrespekt, der fehlt. Aber da könnte man ja auch andere Dinge problematisieren. Man könnte vielleicht problematisieren, haben wir eine zu Frauen verachtende Populärkultur in der Musik, ja, oder in der auf Social Media, ist da viel zu viel, was einfach junge Männer vielleicht was sie vor eine Dissonanz stellt, dass wir auf der einen Seite ein Ideal haben, ja, dass man Frauen respektvoll behandelt, aber auf der anderen Seite eben an jeder zweiten Wand ein Plakat haben, wo Frauen zum Objekt, als Objekt quasi als dargestellt werden, dass wir an jedem Kiosk, an jeder Tankstelle irgendwie Zeitschriften haben, die Frauen objektifizieren und dass das eigentlich irgendwie so total normal ist in unserer Gesellschaft. Also vielleicht macht das ja auch was mit Männern und es vielleicht lädt sich das dann in solchen Gruppenexzessen aus. Ja, also vielleicht ist das ja auch unterbewusst, was eine Rolle spielt. Man könnte so viele Dinge problematisieren, die unabhängig sind jetzt von Herkunft. Ja, aber dann würden solche Sarrazins dann argumentieren, ja, gucken Sie doch in die Kriminalstatistik, da sehen Sie eine überproportionale Häufigkeit von relativ schwach ausgebildeten jungen Männern mit arabischem Migrationshintergrund auch in der Sexual- und Messerstichstatistik. Sind das Leute, die sich unsicher als Verlierer... Das ist ja das Alkoholisiertsein nicht unbedingt das Problem. Was wird man so einem Sarrazin dann sagen? Also naja, ich hatte ja die Gespräche mit ihm auch schon. Also man muss sich ja mal dann vieles anschauen. Ne? Also was sind das für Milieus? Was sind das für Hintergründe? Was für Dynamiken spielen da eine Rolle? Und das weiß man, dass da so viele sozioökonomische Dinge eine Rolle spielen. Sozialisierung spielt eine Rolle, Perspektivlosigkeit, Armut, das habe ich alles auch schon aufgezählt. Und das in der Kombination natürlich auch mit patriarchalen Strukturen. Aber also die Frage ist, was hat er denn als Antwort? Weil es ist natürlich schwierig, ja, zu erklären, warum es überhaupt zu Gewalt kommt, warum es überhaupt zu Exzessen kommt. Und das ist jetzt mir völlig egal, was für eine Herkunft die Täter haben, sondern warum morden Männer eigentlich? Warum wird jede dritte Frau in Europa, warum berichtet sie davon, dass sie Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt bereits geworden ist? Jede dritte Frau ab 16 in Europa erzählt davon. Also wenn das, die WHO spricht ja von einem epidemischen Ausmaß an Gewalt gegenüber Frauen und das ist auch das größte Risiko für ein Frauenleben, als Frau allein geboren zu sein. Also wenn das so strukturell überall verankert ist, warum fragen wir uns da nicht viel mehr, was die Ursachen sein könnten und versuchen das zu verstehen und versuchen da an der Wurzel ranzugehen, als dass wir uns jetzt da so in einzelnen Milieus kommen, vielleicht bestimmte Straftaten häufiger vor. Auch das muss man sich anschauen, aber da interessiert mich dann eher der strukturelle Zusammenhang und ich glaube, man macht es sich zu leicht, einfach zu sagen, ja, das ist ein Araber, ja, okay, das ist ein Araber und jetzt? Was machen wir jetzt damit? Also dann weisen wir alle Araber aus und das Problem ist von der Welt, dann ist aber in der arabischen Welt das Problem vielleicht, also dann ist aber nicht mehr unser, also das ist auch so ein egoistisch und so ja, sehr reduziertes Weltbild, ne? Weil ich möchte das Problem komplett aus der Welt haben und nicht nur raus aus Deutschland schaffen. Also. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.